Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in diesem Video. Heute ein ganz besonderes Video, denn ich gehe mit euch zu einer Vasektomie, zu einer männlichen Sterilisation und bin ganz dankbar, dass ich bei meinem Urologen des Vertrauens, dem Dr. Andreas Karlmeier, bei den Urologen am Weinberg hier in Kassel einmal mal reinschnuppern durfte. Kleine Triggerwarnung vorab, wenn ihr jetzt keine OP-Videos sehen wollt am Hodensack eines Mannes, dann müsstet ihr leider dieses Video mit halbgeschlossenen Augen gucken. Trotzdem sind die Informationen natürlich Gold wert aus erster Hand. Wir können mit in den OP, haben einen Blick auf die Operation, die ich ja auch selbst habe durchführen lassen. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr im Nachgang nochmal meine Erfahrungen zu dieser Operation und natürlich, wie es mir danach ging, einmal hören. Jetzt aber erstmal ins Gespräch mit dem Andreas Karlmeier. Lieber Andreas, sag doch mal kurz, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Konstantin. Mein Name ist Andreas Karlmeier. Ich bin Urologe in der Urologie am Weinberg in Kassel und ich nehme euch heute mit auf die Reise zur Vasektomie. Ich zeige euch ein bisschen, wie die Operation funktioniert. Wir haben Live-OP-Bilder aus dem OP mitgebracht und gucken uns die Operation an. Und natürlich gibt es auch ein paar theoretische Hintergründe zu dem, was wir heute machen. Dann erzähl doch einfach mal so ganz frei raus, was ist eigentlich so eine männliche Sterilisation und wie funktioniert die ganz genau? Die Vasektomie oder männliche Sterilisation ist die Durchtrennung der Samenleiter. Wir unterbrechen quasi die Verbindung zwischen den Nebenhoden und der Harnröhre, sodass keine Spermien mehr aus dem Hoden in das Sperma gelangen können. Wir haben dann danach noch eine normale Erektion, Ejakulation, aber es sind keine Samenzellen mehr im Sperma, sodass auch keine Schwangerschaft mehr eintreten kann. Ja, das kann ich bestätigen. Danach ist wirklich alles wie davor. Viele fragen sich natürlich auch, wie sicher ist jetzt eigentlich so eine Vasektomie? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Die Vasektomie zählt zu den sichersten Verhütungsmaßnahmen überhaupt, weil sie den Weg der Samenzellen sicher verhindert. Es gibt noch die Operationen der Frau mit Entfernung von Organen oder durch Trennung der Eileiter, die dann eine ähnliche Sicherheit erreicht. Die Sicherheit ist aber höher als bei Verwendung der Pille oder Verwendung von Kondomen. Was vielen Männern natürlich unter den Nägeln brennt, und mir ging es damals ja auch nicht so anders, was gibt es für Nebenwirkungen, was gibt es für Komplikationen jetzt? Ich meine, man operiert da an einem sehr defizilen Organ und da hat man natürlich schon so seine Bedenken. Ja, im Gegensatz zu den anderen ist die Vasektomie ein kleiner operativer Eingriff. Das heißt, wir haben die normalen operativen Risiken, sprich Blutung, Entzündung, auch wenn die mit modernen Verfahren sehr, sehr selten nur auftreten. Langfristige Komplikationen sind nicht zu erwarten. Von daher kann das gut durchgeführt werden. Viele Männer haben dann Angst, dass sie irgendwie einen Libidoverlust erleiden, nicht mehr so viel Spaß und Lust am Sex haben. Kannst du dazu noch mal was sagen? Wie sind die Auswirkungen auf das Sexualleben des Paares danach? Auf das Sexualleben wirkt es sich meistens befreiend aus. Die meisten Patienten haben vorher durch die Kontrazeption, durch die Verhütung Einschränkungen in ihrer Sexualität, sei es durch die Verwendung von Kondomen oder Spiralen oder die Unsicherheit bei Verwendung der Pille. Und diese Unsicherheiten oder Beschwerden fallen dann weg, weil man bei der Sexualität keinen Einfluss mehr der Vasektomie merkt. Ich war 36, mit zwei Kindern ist bei uns eigentlich alles abgeschlossen und du hörst schon raus, dass eigentlich, das schwingt natürlich immer so ein bisschen mit und die Frage, die sich dann auftut, ist, kann man das Ganze auch rückgängig machen, operativ und wie sind da so die Chancen? In der Theorie ist eine Vasektomie reversibel. Man kann die durchtrennten Samenleiterenden wieder zusammenfügen. Der Erfolg einer solchen Vaso-Vaso-Neostomie liegt allerdings nicht bei 100%, sondern eher bei 50-70% der Männer, die dann nochmal eine Schwangerschaft induzieren können. Außerdem sind die Kosten und der operative Aufwand relativ hoch. Wenn die Vasektomie eine lange Zeit her ist, dann ist die Reversibilität auch sehr eingeschränkt. Dann geht meistens nichts mehr. Gibt es auch Männer, für die jetzt die Vasektomie aus diversen auch gesundheitlichen Gründen nicht in Frage kommt oder eine Alterseinschränkung oder sowas? Die meisten Männer, die zur Vasektomie kommen, sind gesund und können problemlos operiert werden. Einschränkungen gibt es natürlich bei minderjährigen Patienten und bei Patienten, die schon Voreingriffe oder Vorerkrankungen an den Hoden oder Samenleitern hatten. Auch die Verwendung von blutverdünnenden Medikamenten muss vorher mit dem Operateur abgesprochen werden. Es ist daher sinnvoll, dass man sich vorher, wenn man das überlegt, machen zu lassen, beim Urologen vorstellt, der das untersucht und einen dann entsprechend berät. Ja, meine große Frage damals an dich war ja auch, wie kann ich mich darauf vorbereiten, muss ich mich darauf vorbereiten und was ist danach? Wie geht's dann weiter? Die Vorbereitung auf die Vasektomie findet eigentlich schon zu Hause statt. Man muss sich mit seinem Partner zusammen überlegen, dass man eine definitive, also nicht umkehrbare Verhütungsmethode wählen möchte.
Der nächste Schritt ist, sich dann bei einem Urologen seines Vertrauens vorzustellen, untersuchen zu lassen, beraten zu lassen. Wenn man dann sicher ist, keine neuen Erkenntnisse gewonnen hat, dann kann man da einen Termin vereinbaren und stellt sich dann zum ambulanten operativen Eingriff vor. Am Tag der Operation sind von dem Patienten keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Es ist von Vorteil, wenn der Hodensack am Operationstag rasiert ist, damit keine Haare im Weg sind. Und es ist natürlich gut, wenn die Patienten fit zur Operation erscheinen. Das heißt, nicht nüchtern, am gleichen Tag ordentlich frühstücken, essen, trinken, sich da nicht einschränken. Wie ist das eigentlich mit weiteren männlichen Verhütungsmitteln, weiteren Möglichkeiten für die Männer zu verhüten außerhalb der Vasektomie? Gibt es da irgendwas Neues auf dem Markt? Für Männer ist es sonst schwierig, weitere Verhütungsmethoden zu finden. Es gibt zwar immer wieder Produkte wie Hormonspritzen oder Hormonimplantate, davon sind aber noch keine im routinemäßigen Einsatz. Okay, ich glaube, dann sind die Basisinformationen jetzt einigermaßen gefestigt und ich würde sagen, dann kommen wir mal mit in den OP. So, wir sehen am Hodensack in der Mitte die Naht. Das ist auch die Stelle, wo wir die Naht, die wir dann erzeugen, nachher verstecken werden. Jetzt tasten wir einmal nach dem Samenleiter und ist tastbar letztendlich wie ein Handyladekabel. Dann kommt die lokale Betäubung, es einpiekst in die Haut, dann wird die Haut betäubt. Dann betäuben wir die andere Seite auch noch. Das können wir über den gleichen Zugang machen. Im zweiten Pieks merkt der Patient schon nicht mehr. Jetzt warten wir kurz, bis die Betäubung eingewirkt hat. Der Patient merkt nicht mehr als den Druck, der durchs Halten entsteht. Vom Samenleiter selbst merkt er jetzt schon gar nichts mehr. Jetzt wird der Samenleiter etwas frei präpariert. Das umgebende Gewebe wird gedehnt und zur Seite geschoben. Dann wird der Samenleiter stückweise rausgeholt. Kann man ihn schon erkennen. Eine Schlinge vom Samenleiter, davon wird ungefähr 1 cm entfernt. Das sind die beiden Enden vom Samenleiter. Die werden jetzt getrennt verschorft. Das ist elektrisch auch für den Patienten völlig schmerzfrei. Kleine Blutgefäße im Bereich des Zugangs können ebenfalls verschorft werden. Alles gut? Geht wunderbar, geht gar nicht besser. Dann wird der Samenleiter zugeknotet und durch eine besondere Nahttechnik umgeschlagen und in die andere Richtung auch nochmal zugeknotet. Genau, kann ab. Das gleiche findet mit dem anderen Samenleiterende ebenfalls statt. Wird zugeknotet. Umgeschlagen. Nochmal zugeknotet. Kann raus. Damit sind jetzt beide Samenleiterenden sicher verschlossen. Und die Operation auf der rechten Seite ist abgeschlossen. Über den gleichen Zugang können wir jetzt auch den Samenleiter auf der linken Seite behandeln. Der Patient merkt gar nichts. Die Betäubung hält 2 bis 3 Stunden an von der Wirkung. Es ist aber nicht so, dass man danach große Schmerzen empfindet. Man merkt natürlich, dass was gemacht wurde. Man merkt ein bisschen Ziehen und Druck, aber es ist kein schneidender Schmerz oder sowas, der dann nachher auftritt. Also das Ende der Betäubung merken die Patienten in der Regel nicht. Anders als beim Zahnarzt oder so, wo sie was merken. Jetzt sind beide Samenleiterenden sicher verschlossen. Die Operationswunde liegt genau in der Mitte der Naht. Ist etwa 3-4 mm lang. Die wird noch mit einer selbstauflösenden Naht verschlossen. Das Nahtmaterial löst sich selbst auf. Nach etwa einer Woche bis 14 Tagen sind die Fäden verschwunden. Nach der Operation muss sich der Patient für 2 bis 3 Tage körperlich schonen, den Hoden möglichst hochlagern und kühlen, um die Durchblutung und die Schwellung, die dann auftreten kann, ein bisschen zu reduzieren. Sportliche Aktivitäten dürfen so nach 10 Tagen wieder aufgenommen werden. Geschlechtsverkehr kann man im Prinzip direkt nach dem Eingriff wieder haben, solange noch Spermien aber in der Prostata, in den Samenblasen und in den ableitenden Samenwegen sind, ist man natürlich noch fruchtbar.
Wunderbar, dann vielen Dank für deinen Besuch, Konstantin, und bis auf ein weiteres Mal. So, das war ein unglaublich informatives Video mit vielen Einblicken. Erst nochmal ein großes Danke natürlich an die Urologen am Weinberg und vor allen Dingen an Dr. Karl Mayer, dass er das möglich gemacht hat, aber eben auch der Patient, der sich da bereit erklärt hat, das Ganze auch filmen zu lassen. Und die Spekulationen möchte ich gleich im Keim ersticken. Nein, das bin nicht ich. Meine Vasektomie ist schon ein bisschen her. Deswegen großes Dankeschön an alle und das Dankeschön könnt ihr natürlich zurückgeben, indem ihr fleißig kommentiert, diesen Kanal abonniert. Und wenn ihr noch weitere OP-Videos oder so sehen möchtet, dann schreibt es mir doch bitte einfach in die Kommentare. Und wer noch ein paar mehr Informationen möchte, darf sich das Video hier oben einmal anschauen zur Vasektomie und meine persönlichen Erfahrungen an diesem Tag und danach. Das dürft ihr euch hier unten gerne einmal anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dann. Tschüss.